Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat beim Sieg des FC Arsenal geglänzt. Weinerone schnürte einen Dreierpack, auch Klopp und Guardiola konnten jubeln. Der deutsche Weltmeister Mesut Özil hat den FC Arsenal in der englischen Premier League mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Sieg geführt. Die Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger gewann beim Aufsteiger Huddersfield Town 5:0, 1:0, und liegt mit 28 Punkten auf Platz 4. Man City ist das Maß der Dinge gegen die vom deutschen Teammanager David Wagner trainierten Gäste, bereitete Özil die Treffer von Olivier Giroud, 68. und Alexis Sanchez, 69. vor, das 4:0, 72. erzielte er selbst. Der französische Nationalspieler Alexandre Lacazette, zuletzt zweifacher Torschütze im Länderspiel gegen Deutschland, hatte sein Team in der 3. Minute in Führung gebracht, zudem traf erneut Giroud, 88. Das Maß der Dinge bleibt allerdings Spitzenreiter Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola. Der Tabellenführer tat sich beim 2:1, 0:0, gegen den FC Southampton allerdings lange schwer. Erst in der Nachspielzeit sorgte Raheem Sterling für den 13. Erfolg im 14. Saisonspiel. Mit 40 Punkten liegt das Team 8 Zähler vor dem Stadtrivalen United. Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne hatte die Gastgeber in Führung gebracht, 47. Oriol Romeu Klich in der 75. Minute aus Klopp feiert Sieg gegen Stuttgart. Der ehemalige Bundesliga-Coach Jürgen Klopp war mit dem FC Liverpool ebenfalls siegreich. Der Traditionsklub gewann am Mittwochabend bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bei Stuttgart City 3:0, 1:0. Die Treffer erzielten Sadio Mane, 18. und Mohamed Salah, 77. 83. Liverpool ist mit 26 Punkten 5. Weinerone sorgte unterdessen mit einem Dreierpack, 18. 28. 66.